Ja, und hier sind wir wieder zurück in Diablo 3 mit den Barbaren. Hier haben wir wieder ein paar. Hier gibt es für euch keinen Ruhm zu erringen. Das Schiff meines Sohnes hat heute in Bramble angelegt. Mal wieder ein paar Sachen zu bereden. Tod. Oh. Uns ausgelockt haben und nochmal wieder reingelockt. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Die hat immer mehr zu sagen. Ihr kennt die Legende der Gruft von Müssen wir nochmal hin wahrscheinlich? Wahnsinn. Es ist doch offensichtlich. Nee, ist es nicht. Mutter hat mich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen. Wir werden Malta jetzt. War das Ehepaar noch? Nö. Verzauberin, hat die was zu sagen? Nee. In dem Eck. Hängen hier überall im Bildchen. Gut, was haben wir denn überhaupt? Ich glaube, ich muss mal ein paar Sachen verkaufen. Ich helfe euch gern weiter. Besser? Naja, reparieren. Und dann geht's weiter. Na, jetzt kommt der Scheiß. Entschuldigung, Update. Aber es geht wieder weiter. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal. Woher wisst ihr von Lea? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen reinkommen. Geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wandten. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Macht euch nicht über mich lustig. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Zerstörung jemals enden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben. Warum glaube ich euch nicht? Weil es nicht vollends der Wahrheit ist. Und weil ihr ein Falschares seid, der sich beharrlich weigert zu glauben, dass ihr jemals glücklich und zufrieden sein könntet. Ich
aus dem Weg. Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als ich meine Visionen habe erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Das ist doch auch wichtig. Nicht genug Wut. Hallo. Hier ist er. Wegpunkt. Ach, das wollte ich jetzt nicht anklicken, aber... 64. Jetzt müsste dann wieder ein legendäres Teil droppen. So. Oh, nee. Ein Champion wieder. Tue ich. Mhm. Oh, voll daneben gedonnert. Ach, da ist er. Schaut's, Goblin.
Komm schon, den kriegen wir doch. Lass mich da durch, der Schatzgoblin flüchtet. Jetzt ziehen wir alles, meine Güte. So viele Schätze. Haut ab, meine Schätze sind das. Na klar, kriegst du. Noch nicht. So. Oh. Es scheint unser Los zu sein, dass wo wir auch hinkommen, die Toten nicht in Frieden ruhen. Nee. In Diablo nicht. Wie viel haben wir denn überhaupt dabei jetzt? Da ist noch Boss. Nee, kommt da noch eine. So, aber jetzt können wir die schnell machen. Ich kann hören, wie mein Ehe. Komm raus da. Mein Liebster. Genau. Lass dich töten. Der ist hart. Das kann ich es leider nicht tun. Ich brauche Wut. Nein, geh doch raus.
Danke euch. Jetzt können wir in Ewigkeit. Wartet. Ist noch was. Oh. Endet jetzt. Alle Seelen müssen sich Malthael unterwerfen. Gut, das haben wir auch dann. Nicht genug Wut. Platz. Aber wo müssen wir hin jetzt überhaupt? Hier rechts nochmal. Ach du kleiner Skeletti, du. Du kannst mich nicht aufhalten. Und du auch nicht. Hier letzt lang. Da kommt da noch einer raus. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da rechts, links. Wer saugt denn? Hier ist mir schon. Oh, Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Aber so viel Reichtümer sind es diesmal nicht, wie ich sehe. Haben wir nicht viel bekommen da. Und nächste Ebene. Vorhof von Adelsruh. Und das Handy klingelt. Beseitigen der Diener des Todes. Natürlich, natürlich. Wir beseitigen alles. Unseren Restmüll hier. Entschuldigung. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Ich ja sowieso. Okay, jetzt wird es wieder etwas härter. Das kennen wir doch schon.
kommt der Moby Dick auch noch. Es ist aber härter als... Ich muss mich erholen. Na komm raus da. Muss mich heilen, komm, komm, Heiltrank. Schießen hier noch auf mich, da war doch keiner mehr.
Oh, das hält mir auch. Doch. Was war das? Das war Ursa. Gehen wir zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Eben, meine ich doch. Ja. Stufe 65. Sind es wirklich Engel, die all dies angerichtet haben? Ich verstehe nicht. Warum? Der beste Service in ganz Westmark. Oh, der Ring ist besser. Gucken wir gleich mal drauf. Der Schaden können wir. Können wir den mal verkaufen? Ehrlich gesagt kann ich kaum glauben, dass der Laden noch läuft. Und auch Bett. War die drauf? Jetzt kommen wir über 100.000 schon. Sehr gut. So Schrott, das können wir vielleicht einen Templer geben. Wir werden doch nicht etwas sterben. Sei war der größte aller Diebe und Liria soll. Und sei klein. Die, die ohne Bekenntnis zu Maltael gestorben sind, müssen in ewiger Verdammnis weilen. Doch ich kann mit unserem Herrn. Reden wir schnell noch mit denen dann. Er ist ganz aufgewühlt, ich weiß. Doch von der stillen Sorte, Serena. Schleich zurück und sichere einen Teil unserer Ersparnisse. Aber auf den Straßen wimmelt es doch von diesen schrecklichen Kreaturen. Und genau aus diesem Grund musst du gehen, Schatz. Du fällst niemandem auf. Nimm mal gut an. Sie Pärchen da. Das verliebte Pärchen. Ich glaube es nicht. Und du machst hier mehr aus den Augen. Das kennen wir ja vom Mönch her. Überspringen wir das wieder. Was streckt ihr euch so an? Jetzt höre ich, dass diese Seelen ernten. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für. Der Tod wird alle holen. Nach Corellans Tod ging die Krone aufgrund einer etwas verworrenen Interpretation der heiligen Schriften der Zakarum an Justinian den Ersten, womit die Justinianische Dynastie begründet wurde. Da viele die Familie als Thronräuber sahen, wurde der Herrschaftsanspruch des Hauses Justinian beinahe ständig in Frage gestellt. Während der Herrschaft von Justinian dem Dritten brach in der entlegenen Region von Cartolus schließlich eine ausgewachsene Revolte aus. Gerade nicht nach Reden.